Hi Leute, ich bin die Hanna von Du hast die Macht und ich stehe hier gerade vorm Tacheles. Wir haben nämlich gerade einen Anruf bekommen, dass hier geräumt werden soll und wir sind natürlich sofort hergedüst und schauen mal für euch, was da so abgeht. Demonstration, weil das Tacheles soll zugemacht werden. Und hier protestieren halt die Leute dagegen. Erzähl mal, was ihr so einen Bezug hierzu habt und warum ihr hier steht. Mitarbeiter im Tacheles, wir haben die Widerstandsbar hier und machen hier Partys mit organisieren und geben Künstlern die Möglichkeit, eben hier sich so ein bisschen zu offenbaren, gerade DJs und drumherum. Das Kunsthaus Tacheles, das gibt es ja schon seit 22 Jahren. Und das ist ein Haus, schon immer für, seit 22 Jahren ein Haus für Künstler, wo die auch ihre Ateliers haben und ihre Proberäume. Und wir werden jetzt einfach hier geräumt. Ich habe ja auch hier ein Atelier und ja, wir sind ganz spontan, wurden wir heute geräumt. Also wir kommen gar nicht mehr rein. Und wer hat das entschieden? Tja, das weiß ich nicht. Also irgendwie steht ja wohl die HSA Nordbank dahinter. Die sind ja wohl die Eigentümer. Und wusste irgendjemand davon, dass heute geräumt wird oder war das für alle unbekannt? So richtig angesagt wurde das Ganze nicht, nein. Es war letzten Dienstag, da wo eine richtige Räumung angesetzt wurde. Da haben wir hier eine Tacheles-Party gemacht mit anschließend Frühstück und so. Da wurde uns dann um 8 Uhr irgendwann dann mitgeteilt, die Räumung passiert dann doch nicht. Und irgendwann wurde mal gesagt, naja, in 2 Monaten müssen wir uns dann wieder Gedanken machen. So weit sind wir gar nicht gekommen. Wir haben vorne ganz viele Unterschriften gesehen. Wurden die davor gesammelt oder ja, war das schon in Sprache? Es gab 170.000 Unterschriften wurden gesammelt. Die wollten wir gestern dem Bürgermeister übergeben, sind aber nicht reingekommen. Haben gestern schon eine Kundgebung vom Roten Rathaus abgehalten gestern. Ja, und heute das hier, so ganz unerwartet. Also wissen wir überhaupt nicht, ob es irgendwie einen Räumungsbescheid gibt oder was. Ich weiß es selber nicht. Ich stehe ja auch irgendwie, obwohl ich ein Atelier habe, völlig im Dunkeln, sag ich mal so. Wie fühlt man sich jetzt so, wenn hier einfach gesagt wird, ja, tschüss? Völlig veralbert. Also wenn man alleine sich immer hier den Sicherheitsdienst anguckt, der dann hier eben halt Stellung nimmt und eben halt für unsere Nordbank angestellt ist. Und der schlägt dann hier zu und die Polizei hat auf einmal nichts mehr gesehen und nimmt aber jemanden aus unserer Reihe hier, friedliche Demonstranten, fest. Dann frage ich mich, ist das wirklich schön und ist das wirklich das, was ich will? Und vor allem, ich frage mich, wo sollen das noch hinführen? Ja, klar. Ne? Freund und Helfer, für welche Seite? Ich glaube eher für den Kapitalismus, immer der derjenige, der zahlt. Ne? Da steht man dann eben mehr hinter. Ne? Und das ist eben halt hier ein Non-Profit-Projekt und das ist natürlich ein großes Dorn im Auge für den Kapitalismus. Ne? Und dagegen stehen wir. Also wir sind jetzt im Moment hier, weil wir auch schon seit heute Mittag Amtshilfe für einen Gerichtsvollzieher geleistet haben. Das, was ich hier gehört habe, gab es kurzfristig Rangeleien, die aber im Großen und Ganzen in der Tat auch friedlich abliefen. Ich bitte allerdings um Verständnis, dass ich jetzt zur Einzelsituation derzeit noch gar nichts sagen kann. Ja, wir haben auch gerade gehört, dass irgendwie eine Security durch eine Menschenkette durch wollte und dann zugeschlagen hat, aber dazu können Sie ja jetzt nichts sagen. Also ich weiß, dass es hier auch zu ein oder mehreren Situationen mit privaten Security-Mitarbeitern kam, aber in der Tat kann ich im Moment dazu wirklich noch nichts sagen. Und wie meinen Sie, wie es weitergeht? Irgendwelche Prognosen? Das ist schwierig jetzt schon zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön wäre es ja, wenn es weiter bleibt. Denn ich meine, Tacheles ist ein Haus, ein Kunsthaus für Berlin, für viele Touristen. Also es hat einen Namen und es ist einfach irgendwo aus der Stadt auch gar nicht wegzudenken. Und warum macht man immer mehr solche Häuser platt? Mittlerweile werden ja fast alle Alternativhäuser hier in Berlin geräumt. Es werden ja immer mehr. Da würde wirklich irgendwas fehlen hier in Berlin. Und es würde nicht nur uns fehlen, jetzt weil wir ja persönlich betroffen sind. Wenn wir hier unsere Partys gemacht haben, wir haben Partys aus, also die ganzen Leute kommen aus aller Welt. Wir haben aus der Schweiz Leute, wir haben aus Japan sau viele Leute gehabt, aus Portugal. Die kommen alle hierher geströmt, die mögen alle dieses Tacheles. Die sind alle von dem Tacheles total begeistert. Es geht, wenn Tacheles geschlossen wird, geht ein Farbtupfer für Berlin verloren. Und man darf nicht vergessen, wir sind hier keine Antifa oder so, wir sind Künstler, wir sind alle Künstler. Und das ist eben halt das Traurige, was hier eben aus einer Kunststadt gemacht wird und ja.